Ich habe euch etwas mitgebracht. Ja? Ja? Etwas Hübsches. Etwas Merkwürdiges. Etwas Aufregendes. Etwas Spannendes. Eine Geschichte. Hey, was gibt's da zu lachen, ha? Und die Geschichte, die beginnt so. Hey, was soll das? Also, bitteschön, wie soll denn wohl eine Geschichte, die hübsch, merkwürdig, aufregend und spannend sein soll, in solch einem winzig kleinen Buch steckeln, ha? Du wirst dich umgucken. Ach, papalapap, wie soll die Geschichte denn überhaupt heißen, ha? Was? Das ist doch die Geschichte, die ich erzählen werde. Oh nein. Nein, nein, ich werde diese Geschichte erzählen. Nein, ich. Nein, ich werde sie erzählen. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Nein. Ich werde diese Geschichte erzählen. Und die Geschichte beginnt so. An einem herrlichen Samstagmorgen im Frühling. Aua! Oh, der hat mir einen Finger gebissen. Also bitteschön. Dann wirst du eben die Geschichte erzählen. Na, warum denn nicht gleich so? Ich brauche aber für diese hübsche, merkwürdige, aufregende, spannende, kurz und gut großartige Geschichte auch ein großartiges Buch. Und? Wo soll das herkommen? Abwarten. Eins, ey, zwei, drei. Schöne Wichtelei. Und die Geschichte beginnt so. An einem herrlichen Samstagmorgen im Frühling. Miau! Ach, Käsekrümel und Mäusedreck. Ich muss mich versteckeln und weg. Miau. 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 Die ist davongesaust wie eine wild gewordene Sternschnuppe. Hey Minka, das nächste Mal, da binde ich dir eine Silvesterrakete an den Schwanz, ja? Da kannst du gleich bis auf den Mond fliegen. Nils? Ja, Mama? Was ist denn mit Minka los? Keine Ahnung, Mama. Ich glaube, die dumme Katze ist beim Schlafen vom Fensterbrett geplumpst. Merkwürdig. Ach Nils, wenn du auf dem Fensterbrett bist, könntest du meine Blumen gießen? Ja, ja, Mama. Nö, nö, Mama. Da müsste ich ja erst noch Wasser holen. Pff, keine Lust. Sind sowieso komische Dinger. Riechen nach nix. Schmecken nach nix. Ob die wohl auch rückwärts wachsen können, ha? Mama? Mama, ich will Kakao haben. Dann wart einen Augenblick. Ich mache noch den Abwasch zu Ende. Ich habe aber jetzt Durst. Ich will jetzt Kakao haben. Na gut, wenn es denn so eilig ist, dann bekommst du deinen Kakao, hm? Bitte schön. Aber... Nils, was hast du denn mit meinen Blumen gemacht? Ich? Gar nichts, Mama.
Ach, Junge, meine schönen Blumen. Vater hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Ach, Junge. Wieso? Ich habe gar nichts gemacht. Nils? Ja, Mama? Wollen wir zur Waldlichtung wandern? Wieso das denn? Ich will die ersten Löwenzahnblüten pflücken, um Honig daraus zu machen. Den magst du doch auch. Löwenzahnblüten pflücken, das dauert ja ewig. Wenn du mir hilfst, dann geht es schneller. Aber bis zur Waldlichtung, das ist so weit. Also gut, dann bleib halt hier. Du könntest in der Zwischenzeit das Frühlingsgedicht auswendig lernen, für die Schule. Na gut. Na also, warte, ich bringe dir das Buch. Hier, auf Seite 7 steht es geschrieben. Ja, ja. Aber erst will ich noch mehr Kakao haben. Dann komm in die Küche und hol dir welchen. Kann ich ja nicht. Ich muss ja das Gedicht lernen. So ist es recht. Versprichst du mir, dass du dir diesmal wirklich Mühe gibst? Ja, ja, Mama. Und dass du keinen Unsinn machst, wenn ich weg bin? Nein, nein, Mama. Und etwa alleine zum Fischteich gehst? Nein, nein, Mama. So ist es brav, Also dann, wir sehen uns später, Wer weiß, wenn du das Gedicht heute Abend kannst, vielleicht schenke ich dir dann was Schönes. Was denn, Mama? Du, Mama, ich will endlich ein richtiges Fahrrad haben, hörst du? Also gut. Vom Eisee befreit sind Strom und Bäche. Blä, 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 blä. Also, vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Blä, 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 blä. Nun, hast du schon angefangen? Du bist ja noch da, Mama. Ja, aber jetzt gehe ich. Und, kannst du schon etwas? Ja, ja, Mama. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Blä, 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 blä. Ein langweiliges Gedicht. Das kann ich später auch noch lernen. Da gehe ich doch lieber zum Fischteich. Frösche fangen, ha? Oder ich könnte auch mal ausprobieren, ob unser dicker Gänserich Martin, ob er es schafft, mich zu ziehen, wenn ich ihn vor den Bollerwagen spanne, ha? Oder ich schlafe noch eine kleine Runde. Ja, das ist am allerbesten. Oh ja. Sabbalot, was für ein Bengel, der hier am Anfang unserer Geschichte steht. Fast möchte man nicht weitererzählen. Ach, ich kenne diesen Nils Holgersson schon eine ganze Weile. Er ist faul und ungehorsam. Und was erst die Tiere unter ihm zu leiden haben. Wo er nur kann, ärgert, piesackt und erschreckt er sie. Ein schlimmer Tunichtgut ist dieser Nils Holgersson, das kann ich euch verraten. Was soll ich sagen? Hey, was soll das? Lass mich frei! Hey! Und was bist du überhaupt, ha? Bist du ein sprechender Frosch oder ein plappernder Papagei? Froschpapagei! Ich bin ein Wichtelmann! Ha, ha! Wer's glaubt? Du musst es ja nicht glauben, aber freilassen sollst du mich! Warum eigentlich? Weil ich dich drum bitte! Was gibst du mir dafür? Also gut, ich gebe dir meine goldene Taschenuhr. Klasse! Her damit! Hier! Wo denn? Na, hier! Boah, ist die winzig!
aber sie tickt. Jo, und jetzt lass mich frei. Ja, 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 mach ich ja. Immer mit der Ruhe. Hab ich dich. Ey, du sollst mich freilassen. Hier geblieben. Du hast versprochen, dass du mich freilässt. Mach ich ja auch. Aber erstmal will ich dich in Ruhe angucken. Na, genug geguckt. Du sag mal, wenn du ein Wichtelmann bist, ha? Da kannst du doch wohl zaubern. Wer weiß, wer weiß. Los, zaubere mir einen Schokoladenpudding herbei. Du hast versprochen, mich freizulassen. Mach ich ja auch. Aber erst, wenn du was zauberst. Noch besser. Zaubere mir dieses blöde Frühlingsgedicht in den Kopf. Los, zaubere. Oder ich steck dich in eine Kiste und lass dich nie wieder frei. Wie du willst, Nils Holgersson. 1, 2, 3. Schöne Wichtelei. Au! Oh, Menno! Du hast mich vom Fensterbrett geschubst. Jetzt kriege ich eine Beule. Oh, na warte, wenn ich dich erwische. Du aller Wichtelzwerg, du. Hey, wo steckst du? Das sieht ja alles so anders aus. Was ist denn das hier für eine Riesentasse? Boah! Und diese Tonne? Was ist denn jetzt los? Ist das hoch? Jetzt verstehe ich. Der hat mich klein gezaubert. Hey! Du aller Wichtelzwerg, du! Komm sofort hervor und zaubere mich wieder groß, hast du verstanden? Ich will nicht so klein sein! Wo steckst du? Los, komm sofort heraus! Miau! Minka! Oh, was haben wir denn da? Eine Maus mit Zipfelmütze? Ich bin doch keine Maus, ich bin Nils Holgersson! Ivo, du kannst nicht Nils sein. Nils ist ein Mensch. Und Menschen, die können nicht sprechen. Quatsch, Tiere können nicht sprechen. Aber sie spricht ja. Außerdem ist dieser Nils viel größer als du. Das ist ja das Problem. Du bist nur eine vorlaute Maus. Und weißt du, was ich mit vorlauten Mäusen mache? Ja, Minka, nein! Guck doch mal genau hin! Ich bin wirklich Nils! Der Wichtelmann, er hat mich verzaubert! Ja, wie bitte? Der Wichtelmann? Ja! Was für eine überaus schlaue Idee vom Wichtelmann. Ja, Nils Holgersson, klein und schwach wie eine Maus, wie ein Frosch, wie ein Spatz. Ja, das muss ich gleich überall herum erzählen. Ja, Nils Holgersson, klein und schwach wie eine Maus. Ich will aber nicht so klein sein. Mama, Papa, ich bin doch Nils. Nils Holgersson. Knack, 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 knack. Was erzählt Minka überall herum? Nils Holgersson, klein und schwach wie eine Maus. Der Wichtelmann, ich muss ihn finden. Er muss mich einfach wieder großzaubern. Martin. Wohin des Wegs, winziger Nils? Martin, du musst mir helfen. Du kennst doch alle Ecken und Winkel hier auf dem Hof. Du weißt bestimmt, wo der Wichtelmann wohnt. Ach, und warum sollte ich dir helfen, ha? Vielleicht deshalb, weil du mich bei jeder Gelegenheit an den Schwanzfedern gezogen hast, ha? Oder vielleicht deshalb, weil du so nett warst, mir gemahlene Pfeffer ins Futter zu mischen, ha? Oder vielleicht deshalb, weil du mir einen alten Handschuh über den Kopf gezogen hast, so dass ich eine geschlagene Stunde blind durch die Gegend tappen musste, bevor es mir gelang, ihn abzustreifen, ha? Aber das war doch alles nur Spaß. Nur Spaß? Selbst wenn ich wüsste, wo der Wichtelmann wohnt, würde ich es dir nicht sagen. Stattdessen kann ich doch mit dir ein bisschen Spaß machen, ne? Was hältst du davon, ha? Nein, Martin, bitte nicht. Ich verspreche dir auch, dass ich nie, nie wieder irgendetwas... Halt den Schnabel! Nach Norden, nach Norden, nach Norden, wir fliegen das, über das Land, das sind die. Hoch in der Luft.
Das sind die Wildgänse. Die Wildgänse, sie ziehen in den Norden. Weit in die Luft. Lassen wir uns von den Winden tragen. Von den Winden tragen. Hey, ihr Wildgänse, nehmt mich mit. Ich will auch in den Norden. Martin, du bist eine Hausgans. Du kannst nicht fliegen wie die Wildgänse. Pah, was weißt du denn schon? Genau, Flügel sind zum Fliegen da. Auf und ab, auf und ab. Hey, wartet auf mich. Ich komme mit euch. Ich will mit euch ziehen. Hey, Martin, komm sofort zurück. Ich erlaube nicht, dass du mit den Wildgänsen in den Norden ziehst. Ha, ha, ha. Du willst mir etwas verbieten, winziger Nils? Na, da bin ich ja mal gespannt drauf. Du sollst hier bleiben. Nein, das mache ich nicht. Auf und ab, es muss doch gehen, die anderen machen es doch auch. Auf und ab, bleib sofort hier. Lass mich los, Nils Holgersson. Nein, das mache ich nicht, du bleibst hier. Nein, das mache ich nicht. Auf und ab, du sollst mich loslassen, habe ich gesagt, lass mich los. Auf und ab, ha, es geht, ich kann es, ich kann es. Hoha, ich kann fliegen. Ich kann fliegen, hoha. Uah, ich fliege! Ich fliege! Potzblitz! Auf und davon ist Martin. Mit den Wildgänsen. In den Norden will er fliegen. Ha. Und Nils muss mit. Ob er will oder nicht. Na, das kann ja eine schöne Geschichte werden. Und weg! Was fällt dir ein, mich einfach so mitzuschleppen, ohne mich zu fragen? Aber das Fliegen war einfach wundervoll. So herrlich, hoch oben in der Luft zu schweben und das ganze Land unter sich zu sehen. Von jetzt ab, Martin, da will ich immer auf dir fliegen, hast du verstanden? Martin, jetzt sag doch mal was. Also gut, ich hol dir Wasser. Hier, nimm schon, bevor es wegfließt. Danke, danke für das Wasser. Ich dachte schon. Ich müsste sterben. Sterben? Was fällt dir ein? Du darfst nicht sterben. Wie soll ich denn sonst je wieder nach Hause kommen? Weiser Gänserich? Oh, wo bist du? Hier drüben. Ah, hier bist du gelandet. Wer bist du? Was will eine Hausgans wie du bei uns Wildgänsen? Sprich, Ich heiße Martin und ich will mit euch fliegen, will im Wind mich wiegen, die Freiheit mich ruft. Ah, unser Lied hat es dir angetan. Nun denn, ich bin Akka. Ich bin die Leitgans der Schar, der du dich ungefragt angeschlossen hast.
Dass du nicht besonders elegant fliegst, habe ich schon gesehen. Aber immerhin hast du den ganzen Tag durchgehalten. Jetzt sage mir, kannst du gut und ausdauernd schwimmen? Glaube nicht. Ich bin ja bisher immer nur über den kleinen Fischteich zu Hause gepaddelt. Und was ist mit Rennen und Springen? Kannst du das? Ich hatte bisher keinen Grund, Rennen und Springen zu üben. Du beantwortest meine Fragen offen und ehrlich. Dazu gehört Mut. Einen mutigen Reisegefährten an der Seite zu wissen, ist immer gut. Wohl an den Hausgänserich Martin. Ich heiße dich in unserer Schar willkommen. Fliege mit uns in den Norden, nach Lappland. Das ist unser Ziel. Wirklich? Ich darf mitfliegen? Oh, vielen, vielen Dank. Das ist ja die größte. Und was ist mit mir? Ich will auch mitfliegen. Martin, was ist das? Wer ist das? Ich bin Nils. Nils Holgersson. Und wenn Martin fliegt, dann fliege ich auch. Bist du ein Mensch oder ein Wichtelmann? Ein Mensch natürlich. Ein böser Wichtelmann hat mich verzaubert. Ein Mensch? Dann könnt ihr nicht weiter mitkommen. Ihr müsst uns sofort erlassen. Ich will aber nicht. Ich will mit in den Norden fliegen. Es interessiert mich nicht, was du willst. Ich will aber mit in den Norden. Hast du es nicht gehört? Es interessiert mich nicht, was du willst. Wildgänse und Menschen haben nichts miteinander zu schaffen. Für dich, Martin, hätten wir eine Ausnahme gemacht, nicht jedoch für ihn. Also entscheide dich. Wie soll ich mich denn da entscheiden? Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als mit euch zu fliegen. Und Nils ist wahrlich nicht mein Freund. Aber ich kann ihn hier doch nicht alleine zurücklassen. Er wäre verloren, so winzig wie er ist. Du bist ein großherziger Gänserich. Umso mehr bedauere ich es, dich nicht in unserer Schar willkommen heißen zu können. Also gut, dir zuliebe, Martin, will ich nicht von dir verlangen, dich heute noch einmal in die Luft zu schwingen. Ich erlaube also, dass ihr die Nacht hier in unserer Nähe verbringt. Aber morgen früh müsst ihr uns verlassen. Lebe wohl, Hausgänserich Martin. Lebe wohl, Acker. Leid ganz. Martin, du hast mich nicht allein gelassen. Ach, lass mich doch zufrieden. Martin, warte doch mal, Martin. Hab ich recht gehört? Hab ich recht gesehen? Ja, das habe ich. Smirre hat sich nicht getäuscht. Hier ist eine Schar Wildgänse gelandet. Na dann wird dieser Tag noch mit einem Festessen enden. Den Schnabel, du dumme Gans! Glaubst du im Ernst, einer deiner Kameraden hätte den Mumm, sich mit einem Fuchs anzulegen? Außerdem könnte dich hier gar nicht mehr hören. Jetzt komm schon, mein Gänschen. Smirre hat Hunger. Großen Hunger. Kameraden, so helf doch! Was? Akka? Hast du gerufen? Nee, hab wohl nur geträumt. Kameraden! Eine von den Wildgänsen geschnappt. Naja, das geschieht ihnen recht. Schließlich wollten sie mich auch nicht mit in den Norden nehmen. Aber wenn ich dieser Gans jetzt helfe, dann ist Akka mir bestimmt dankbar und nimmt uns doch mit in den Norden. Hey, du dummer, räudiger Rotpelz, du! Was? Wer nennt mich dumm? Wer nennt mich räudig? Ich bin Smirre. Und Smirre ist stark. Smirre ist schön. Smirre ist schlau. Und ich bin Nils Holgersson. Und allemal schlauer als du. Was denn? Du Winzling? Dich verschlucke ich ja mit einem Haps. Na, dann komm doch her. Na, warte, ich kriege dich schon. Hey! Oh. Wo ist der hin? Oh,
mich ausgetrickst. Hey, wo steckst du? Hey, du Winzling, wo bist du? Hier bin ich. Na, 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 na. Kannst du mich nicht kriegen? Na, warte, ich hole dich. Von wegen, hier bin ich, hier bin ich. Na, kommst du wohl nicht hinterher? Boah, no, wach's nur ab, du. Von wegen. Oh, wo steckt der? Wo steckt er? Ah, ich hab ne Idee. Hier oben kommt er nie an mich ran. Na, Smirre, wo bist du denn? Smirre! Wo ist er denn jetzt wieder? Ach. Na, du kannst wohl nicht klettern, oder? Nein, das kann ich nicht. Und du? Du kannst nicht fliegen. Von dort oben kommt er nicht mehr weg, da sitzt er fest. Ich brauche also hier bloß zu warten, bis es ihm leid ist, da oben herumzuhängen. Und schon spaziert mir mein Abendessen direkt ins Maul. Wie gemütlich. Oh je, das stimmt. Da hat er recht. Jetzt sitze ich hier wirklich fest und komme nicht mehr weg. Ja, so ist es. Smirre, was willst du hier? Schnapp! Au! Wer hat mich in den Hintern gebissen? Ich war das. Verschwinde! Schnapp! Au! Mein Ohr! Hörst du auf damit? Schnapp! Au! Aua, meine Nase! Du sollst verschwinden! Schnapp! Schnapp! Au! 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 Na warte! Ich kriege dich! Na, das wollen wir sehen! Schnapp! Aua! Aua, mein Ohr! Hör auf damit! Schnapp! Aufhören, habe ich gesagt! Verschwinde! Lass uns in Ruhe! Aua! Aua! Ich habe eine Idee! Smirre! Oh, was willst du denn jetzt noch? Schau mal, was ich hier für dich habe! Was denn? Au! Meine Nase! Klasse! Dem haben wir es gegeben. Der lässt sich hier so schnell nicht wieder blicken. Akka! Du hast einer meiner Gänse das Leben gerettet. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Du nimmst uns also mit in den Norden? Wenn du das möchtest? Natürlich möchte ich das und ob ich das möchte. Wann fliegen wir los? Jetzt gleich, ja? Nein, nein. Es ist noch nicht an der Zeit. Wir brauchen alle noch ein wenig Ruhe und Schlaf. Och, ich will aber nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich will jetzt sofort losfliegen. Es interessiert mich nicht, was du willst. Auch wenn du selber nicht fliegst, wirst du deine Kräfte für einen neuen Tag brauchen. Also schlaf. Von mir aus schlafe ich eben noch ein bisschen. Hoffentlich. Da hatte ich dich, Herr Bengel, doch tatsächlich geschafft, dass die Wildgänse ihn mitnehmen in den Norden. Nun, Akka ist klug und Martin ist gut. Da ist er bei Ihnen wohl gut aufgehoben. Ich bin gespannt, ob Sie es bis nach Lappland schaffen. Und weg. Thank you.
Nora? Martin? Nora. Nora, ich will dich etwas fragen. Ich will dir etwas sagen. Ich will bei dir sein, für immer. Für dich sorgen immer. Dich beschützen immer. Sie mag mich nicht, weil ich eine Hausgans bin. Was? Nein. Martin? Oh! Ah! Was war das denn? Habt ihr gesehen, wie die sich erschrocken hat? Hey, was sollte das? Oh, jetzt habe ich nicht gehört, was ich sagen wollte. Du hast alles verdorben. Mann, reg dich nicht so auf, hat doch bloß Spaß. Spaß, Spaß. Ach, lass mich doch zufrieden mit deinen Späßen. Mann, Martin. Du, Martin, ich hab Hunger. Ja, dann such dir was zu futtern. Aber ich weiß nicht wo, du musst mir helfen. Keine Zeit. Wieso? Was machst du denn? Na, wie sieht es denn aus, ha? Ich baue ein Nest. Ein Nest? Wozu denn? Wozu? Sieh dich um. Alle bauen Nester. Alle, die eine Familie gründen wollen. Eine Familie? Aber du brauchst doch keine Familie. Du hast doch mich. Und ich hab Hunger. Jetzt komm schon, Martin. Flieg mit mir zu den Blaubeerfeldern am Waldrand. Flieg selber. Ha, ha. Dann lauf halt. Wozu hast du deine Beine? Nö, das ist viel zu weit. Das ist zu anstrengend für mich. Ha, Pech gehabt. Martin? Du Martin? Schau mal, was ich hier habe. Buh, ouch. Oh, gib den Ast zurück. Gib den Ast wieder her. Muss ihn dir halt holen. Na, 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 na. Du sollst ihn hergeben, habe ich gesagt. Dann fang mich doch, fang mich doch. Na, warte, Nils Holgersson. Ja. Kameraden, Kameraden, so helft doch, so helft doch. Acker? Acker, was ist los mit dir? Sieh nur, Nils, wie gut, dass du kommst. Ich habe mir den Fuß unter dem Stein eingeklemmt. Ich kann ihn nicht frei bekommen. Kannst du bitte Kalle Bescheid sagen? Oder Nora oder Martin oder sonst einen von den anderen? Sie sollen mir helfen. Aber ich kann dir doch helfen. Nein, das kannst du nicht. Das ist viel zu anstrengend für dich. Hey, du hältst mich wohl für einen Schwächling, ha? Klar kann ich dir helfen. Warte mal. Warte. Mann, der ist aber ganz schön schwer. Nun lauf schon. Hole Martin. Der ist nicht nur stark, der ist auch klug. Ich bin auch klug. Warte mal. Warte. Ich habe eine Idee. So sollte es gehen. Pass auf, wenn ich bis drei gezählt habe, kannst du deinen Fuß rausziehen, ja? Achtung, eins, zwei und drei. Oh, Nils, das hast du großartig gemacht. Du bist ja viel stärker und klüger, als ich dachte. Zum Lohn fliege ich mit dir zu den Blaubeerfeldern. Das kommt nicht in Frage, Mutter Acker. Dein Fuß tut bestimmt noch weh. Ich kann alleine zu den Blaubeerfeldern laufen. Ich bring dir auch ein paar Blaubeeren mit. Ja, Mutter Acker? Tu das, Nils Holgersson. Na also, es geht doch. Nora? Nora? Nora, meine Schöne. Hier. Für dich? Och, wie hübsch, Martin. Nora, ich bin ja so aufgeregt.
Was meinst du? Wie lange wird es noch dauern? Nur mit der Ruhe. Es wird schon schlüpfen, wenn es an der Zeit ist. Was meinst du, was es wohl werden wird? Eine Gans oder ein Gänserich? Wie wollen wir es nennen? Was hältst du von Watschelchen? Watschelchen, eine hübsche Idee. Ich suche dir noch was zu fressen, ja, Nora? Bitte, tu das, Martin. Ach, ich bin so aufgeregt. Ich bin ja so aufgeregt. Oh, ich glaube fast, es ist soweit. Mama! Aber ja doch, mein kleines, mein liebes. Mama! Ach, ist es nicht das hübscheste Küken, das je in einem Nest geschlüpft ist? Mama! Aber ja doch, mein kleines, mein liebes, bleibe hier. Ich hole deinen Papa, ja? Martin, komm nur und sieh doch! Nora, willst du auch ein paar Blaubeeren? Acker habe ich auch schon gerade welche gebracht. Papa? Ich bin doch nicht dein Papa. Ich bin Nils. Nini. Du sag mal, magst du vielleicht Blaubeeren? Hm? Probier mal. Die schmecken gut. Es mag sie. Was? Es ist da? Es ist da? Oh, ey, du Schlinge! Was willst du von meinem Baby? Lass es ja in Ruhe, sag ich dir! Nini! Mehr! Ich bin dein Papa! Mehr! Papa! Mehr! Ich bin doch nicht mehr! Mehr! Was hat es denn nur? Martin, es will noch mehr Blaubeeren. Hier, schau mal, Watschelchen. Da sind sie hingerutscht, siehst du? Da hast du noch welche. Oh, Schlaubeeren. Papa. Ich bin Papa. Ja, komm, mein Kleines. Wir wollen zum See. Ich bin doch gespannt, wie gut du schon schwimmen kannst. Papa. Ey, warte doch auf mich. Ich will auch zum See. Hey, jetzt warte doch mal. Hab ich recht gerochen? Ja, das habe ich. Smirre hat sich nicht getäuscht. Wochenlang bin ich dieser Schargänse hinterhergeschlichen. Aber jetzt habe ich sie eingeholt. Und dieser fürchterliche kleine Wicht ist immer noch bei ihnen. Na, wartet. Zuerst schnapp ich mir diesen grässlichen kleinen Wicht. Dann eine dicke, fette Gans. Und zum Nachtisch ein süßes, zartes Küken. Oh ja, oder sollte ich es andersherum machen? Und zuerst das Küken, dann den grässlichen Wicht und zum Schluss die dicke, fette Gans? Oder vielleicht noch andersherum? Watschelchen, fang mich doch! Fang mich! Hey, kannst du mich nicht einkriegen, ha? Fang mich doch! Watschel, du bist zu schnell für mich. Ich kann dich nicht einfangen. Na gut. Dann spielen wir was anderes, ja? Nein, ich muss zurück. Och, komm schon. Lass uns noch ein bisschen spielen. Nein, ich habe versprochen, niemals so weit weg zu watscheln, dass ich den See nicht mehr sehen kann. Ach, was soll denn schon passieren? Ich passe doch auf dich auf, hm? Nein, ich will zu meiner Mama. Weißt du was, Watschelchen? Wenn wir hier auf diesen Stein klettern, dann können wir den See bestimmt noch sehen. Warte mal. Ja, von hier aus kannst du ihn sehen. Ich will zu meinem Papa. Och, dann geh doch zu deinem Papa, du kleines Baby, du. Ich bin kein Baby mehr. Ich kann schon schwimmen. Na, dann komm doch hier hoch, oder traust du dich nicht? Klar traue ich mich.
Watsche, 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 Watsche. Oh, oh nein! Hey, Watschelchen, wo kullerst du denn hin? Oh, was haben wir denn da? Hier rollen einem die leckersten Bissen ja direkt vors Maul. Oh nein, Smirre, oh nein. Wenn Watschelchen was passiert, dann wird Martin nie wieder was mit mir zu tun haben wollen. Hey, du dummer, räudiger Rumpelz, du. Was? Wer nennt mich dumm? Wer nennt mich räudig? Ich bin Smirre. Und Smirre ist stark. Smirre ist schön. Smirre ist schlau. Und ich bin Nils Holgersson und immer noch schlauer als du. Na, da ist er ja, der kleine Hasenfurz. Diesmal wirst du mir nicht entwischen. Hier gibt es schließlich keine Bäume. Trotzdem musst du mich erst mal kriegen. Drei große Sprünge und ich habe dich. Na, das wollen wir ja mal sehen. Oh, ich freue mich schon auf mein Abendessen. Na, dann komm doch. Na, warte ab. Eins, zwei und die letzte Zahl heißt drei. Oh, wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Das ist ja schlimmer als einen Frosch zu fangen. Hä? Hey, wo bist du? Hier bin ich. Na, 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 na. Na, wo bist du denn? No. Oh, das ist schlimmer als ein Sack Fleur. Komm sofort her. Bleib stehen, ich krieg dich ja doch. Das wollen wir ja erst mal sehen. Hey! Oh. Hier bin ich, hier bin ich. Na, warte. Oh, das war knapp. Naja, irgendwann wirst du müde werden auf deinen kurzen Beinchen. Und hier gibt es keine Bäume, auf die du verschwinden kannst. Das stimmt. Da könnte er recht haben. Na klar. Smirre, ich glaube, du hast recht. Ich kann nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Ich kann keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Was? Na, umso besser. Ja. Dann kann ich mir ja Zeit lassen beim Abendessen. Das soll sowieso viel gesünder sein. Na, los, nun mach schon, friss mich. Kein Problem. Eins, zwei und die letzte Zahl heißt drei. Na, was hast du denn, Smirre? Was ist? Mein Schwanz. Mein Schwanz ist eingeklemmt. Mein Schwanz. Es hat geklappt. Oh, da steckst du dahinter. Mein Schwanz ist eingeklemmt. Was ist denn jetzt? Wolltest du mich nicht fressen? Oh, 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 oh. Mein Schwanz ist eingeklemmt. Nanu, was ist denn hier los? Akka, Akka, schau nur. Ich habe den bösen, gemeinen Fuchs eingefangen. Nils, das hast du großartig gemacht. Was hast du jetzt mit ihm vor? Och, lass mich mal überlegen. Wie wäre es, wenn ich ihm das Fell abziehe und ihn dann über dem Feuer braten? Dann würdest du mir ein schönes Abendessen abgeben. Ah, dann wirst du jetzt also auch zu einem bösen, gemeinen Fuchs. Wieso? Er wollte mich schließlich auch. Eben. Was soll ich denn sonst mit ihm machen? Ah, hör zu. Meinst du? Na gut, dann werde ich das ausprobieren. Tu das, Nils Holgersson. Smirre, weißt du was? Ich hab's mir überlegt. Ich lass dich frei. Hä? Ja, aber nur, wenn du schwörst, dass du nie wieder in deinem ganzen Leben einer Gans etwas zuleide tust. Nie wieder? Was verlangst du da von mir? Ich bin ein Fuchs. Nie wieder. Oder du bleibst da sitzen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also gut, du hast gewonnen. Abgemacht. Jetzt lass mich frei. Ja, warte mal. Warte. So. Was tust du da? Mach mal ein bisschen Platz. Was machst du denn? Du wirst es schon sehen. So, Achtung. Und wenn ich bis drei gezählt habe, kannst du deinen Schwanz rausziehen. Aber du musst ein bisschen mitziehen, ja? Ja, ja, nun mach schon. Eins. Los. Zwei. Na, was denn? Und drei. Au, mein Schwanz! Es
Frage, räudiger Rotfuchs, du! Nils, Akka, ich bin ja so stolz auf dich. Also ich werde mal Martin alles erzählen. Hm? Tu das, Nils Holgersson. Du bist ein guter Junge, Nils Holgersson. Wer hätte das gedacht? Hm? Potzblitz, wer hätte das gedacht? Da hatte es dieser Junge doch tatsächlich geschafft, mich zum Staunen zu bringen. Nun ja, der Sommer in Lappland ist fast zu Ende. Die Gänse wollen zurück. Ob Martin sich nach seinem Zuhause sehnt und Nils? Hm? Nun, wir werden sehen. Und weg! Die Wildgänse ziehen. Nun, dann muss es wohl Herbst sein. Aber was ändert das? Ein Tag ist wie der andere, seit unser Junge fort ist. Ein letztes Mal will ich das Haus meiner Eltern sehen, bevor ich mit den Gänsen über das Meer fliege. Vielleicht kommen wir im nächsten Frühjahr wieder. Vielleicht aber auch nicht. Bestimmt sind meine Eltern ganz froh, dass ich nicht mehr da bin. Dann brauchen sie sich wenigstens nicht mehr über ihren frechen Sohn zu ärgern. Schade nur, dass der Wichtelmann nicht hier ist. Ich hätte ihm so gerne gesagt, dass es mir leid tut. Was tut dir leid, Nils Holgersson? Wichtelmann! Also es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Ist das wirklich wahr? Mhm. Und ich will dir auch noch was geben. Warte mal. Hier, bitteschön. Potzblitz, meine Taschenuhr. Und sie tickt sogar noch. Nun, wenn das so ist, Nils Holgersson, da will ich dir einen Wunsch erfüllen. Einen Wunsch? Einen einzigen. Oh, wie wunderbar. Na, sag Nils. Oh nein, Käse, Krümel und Meucheldreck, ich muss mich verdecken. Und weg. Nils, wo bleibst du denn nur? Nils. Wichtelmann. Akka schickt mich. Wir können nicht länger warten. Wir müssen los und schaffen wir es heute nicht mehr über das Meer. Oh nein, Wichtelmann. Nanu? Ich hatte doch die Tür geschlossen und jetzt steht sie sperrangelweit auf. Was ist denn hier? Oh nein, auch das noch. Oh nein. Das kann doch nicht sein. Na, da. Martin?
Martin, bist du das? Na, da, 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 halt den Schnabel! Na, da, da, vor einem halben Jahr ist er ausgebüxt und jetzt sitzt er hier, als wäre nichts gewesen. Na, da, 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 stillhalten, habe ich gesagt. Na, warte, dich sperre ich in den Stall, da kommst du so schnell nicht wieder raus. Na, da, 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 da. Oh nein, auch das noch. Wichtelmann, Wichtelmann! Was schreist du denn so? Ich bin ja nicht taub. Du musst mir helfen. Habe ich doch gesagt, dass ich dir einen Wunsch erfülle. Soll ich dich wieder groß zaubern? Ehrlich? Das würdest du machen? Wenn du das möchtest? Und ob ich das möchte? Aber du musst auch Martin helfen. Einen Wunsch, habe ich gesagt. Also dann... Dann hilf Martin. Wie bitte? Ich soll Martin helfen und du willst klein bleiben? Wenn es nicht anders geht, was soll denn sonst aus Watschelchen werden? Oh, und aus Noah und all den anderen? Bitte, hilf Martin. Hut ab, Nils Holgersson. Was für eine großartige Entscheidung. Also gut, wie du willst, komm her. Eins, zwei, drei. Schöne Wichtelei. Wer hilft denn jetzt Martin? Ich muss Martin helfen. Mama! Mama! Was? Was, Nils? Nils! Nils, mein Junge! Wo warst du denn nur? Geht es dir gut, mein Junge? Ja, Mama! Mama, bitte, bitte, bitte! Bitte lass Martin frei, ganz schnell! Was? Was hat denn jetzt Martin? Nils, bist du es wirklich? Mama, ich werde dir alles erzählen und alles erklären, aber lass Martin frei, ganz schnell. Aber wieso denn nur? Ich werde auch arbeiten, Geld verdienen, dass du eine neue Gans kaufen kannst, aber lass ihn frei. Also gut, von mir aus, wenn es dir so wichtig ist. Schnell, Mama. Ja, ja, ist ja gut, aber du verschwindest nicht wieder. Nein, Mama, ich bleibe hier. Also gut, wenn du meinst. Na, da, 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 da. Stimmt ja. Jetzt kann ich dich gar nicht mehr verstehen. Na, da, 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 da. Martin, schnell, geh zu den anderen und flieg mit ihnen über das Meer, ja? Na, da, 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 da. Aua, meine Nase. Na, da, da, Martin! Und sag den anderen, dass ich sie vermissen werde, ja? Und grüß mir Watschelchen schön. Und Noah und Akka und all die anderen. Nils, Nils, mein Junge, du bist es wirklich? Natürlich bin ich es, Mama. Aber wo warst du denn nur in all der Zeit? Ach, Mama, das ist wirklich eine sehr lange Geschichte. Eine sehr lange Geschichte? Egal, erzähl sie mir. Was, von ganz Anfang an? Natürlich, von Anfang an. Ich will alles ganz genau hören. Also gut, Mama. Die Geschichte beginnt an einem herrlichen Samstagmorgen im Frühling. Ich saß auf dem Fensterbrett und sollte ein Gedicht auswendig lernen. Potzblitz. Also ich muss schon sagen, das war ja nun wirklich eine hübsche, merkwürdige, aufregende, spannende, kurz und gut großartige Geschichte. Das stimmt, das finde ich auch, aber eines hast du jetzt noch vergessen. Was? Was soll ich denn vergessen haben, ha? Na, dich zu verabschieden, ha? Ach so, na klar. Also dann, tschüss, mach's gut, auf Wiedersehen und weg.